Am kommenden Mittwoch wird auf der großen Freifläche vor dem Gebäude der Hoyerswerda Versorgungsbetriebe die Baustelle der Zukunft der Öffentlichkeit gezeigt. Es geht dabei um die beiden Projekte Bauen 4.0 und 5G Lab Germany, bei dem Wissenschaftler der TU Dresden und TU München gemeinsam mit 22 Unternehmen aus der Maschinen- und Kommunikationstechnologie eine vollständig vernetzte und automatisierte Baustelle vorstellen. Quasi das Ergebnis ihrer dreijährigen Forschungsarbeit auf dem Gelände der VBH. Vernetzte Robotermaschinen verlegen auf dem Gelände ferngesteuert ein Kanalrohr. Dabei geht es auch um die Rolle der Bauarbeiter, wie wir sie heute kennen. Wer dabei sein möchte, kann sich bis zum 4. Oktober anmelden.